Willkommen zu einem neuen TagView Vlog und diesmal soll es um das Sterben der Webbrowser-Engines gehen, so ein bisschen. Ihr habt vielleicht die News gehört, Microsoft hat es jetzt tatsächlich auch gemacht. Sie haben ihre eigene Webbrowser-Engine aufgegeben. Sie hatten ja den Internet Explorer und die, wie hieß sie, Trident-Engine, glaube ich. Und dann haben sie gewechselt irgendwann mal mit dem Aufkommen von Windows 7, glaube ich, und Windows 8.1 kam dann Microsofts Edge-Browser zum Einsatz. Wiederum eine neue Engine, die den modernen Anpassungen, den modernen Anforderungen auch gerecht sein sollte. Und sie haben das auch sehr stark gepusht. Also wir erinnern uns an Microsoft Windows-Versionen, wo man dann einfach gesagt hat, okay, ja, hier, wollt ihr den nicht, ihr benutzt zwar den Chromium oder ihr benutzt den Chrome oder den Firefox-Browser, wollt ihr nicht einfach mal auf den Edge-Browser wechseln? Und hat da also auch jede Menge Shitstorm zurecht dann bekommen. Nun sieht so aus, dass jetzt sogar auch die Microsoft Edge Browser-Engine wohl aussterben wird. Microsoft hat nicht vor, die weiterzuentwickeln und zu modernisieren und möchte stattdessen, genauso wie viele andere Browser das momentan auch machen, auf die Chromium-Basis setzen, das heißt auf die sogenannte Blink-Engine. Eigentlich müsste mich das so ein bisschen stolz machen. So als alter KDE-Fan haben wir da so ein bisschen was an KDE-Technologie mit drin. Jetzt fragen sich einige, wie kann denn das sein? Was hat denn das mit KDE zu tun? Ja, wer so ein bisschen zurückschaut in die Historie, wird bemerkt haben, dass Chromium ursprünglich mal auf WebKit gesetzt hat. WebKit ein Fork von KHTML ist und so sind wir dann auch schon bei dem KDE-Projekt und bei der KDE-Geschichte so ein bisschen. Und ja, wie sieht es denn jetzt aus mit Chromium? Chromium hat den Weg gegangen. Sie haben sich abgespalten von WebKit. Das heißt, wir haben im Grunde genommen jetzt nur noch drei Browser-Engines zur Verfügung, im Gegensatz zu vorher, wo uns vier waren. Also wir haben den Firefox mit der Gecko-Engine, beziehungsweise Servo, glaube ich, heißt sie mittlerweile. Aber ich glaube immer noch Gecko mit Servo-Komponenten. Ich habe keine Ahnung, wie sie es nennen. Auf jeden Fall Firefox mit seiner Browser-Engine, ehemals Gecko. Ich gehe mal davon aus, dass das immer noch so heißt. Wir haben WebKit, Safari, Apple setzt vor allen Dingen darauf. Auf iOS-Geräten wird das standardmäßig eingesetzt, wird auch weiterentwickelt. Und wir haben Chromium, beziehungsweise die Blink-Engine, so heißt sie. Das ist so ein Fork von WebKit im Grunde genommen, weil irgendwann haben wir sich gesagt, okay, bei Google, ja, das ist alles zu Apple-spezifisch. Apple will dazu spezifische Sachen mit reinbauen, das wollen wir alles gar nicht. Also haben sie gesagt, okay, wir machen einen Fork draus und dann haben sie halt eben die Blink-Engine gemacht. Blink-Engine wird standardmäßig eingesetzt bei vielen Android-Versionen. Es wird aber auch standardmäßig eingesetzt in den Plattformen, wie beispielsweise Entwicklungsplattformen oder Toolkits von Qt. Dort wird die Web-Engine benutzt und die benutzt eben auch Chromium als Unterbau bzw. die Blink-Engine. Android, die ganzen Browser auf Android-Basis benutzen meistens diese Blink-Engine, mit Ausnahme natürlich vom Firefox, der seine eigene Engine dann benutzt. Aber auch viele weitere Browser, wie beispielsweise der damals recht bekannte Opera-Browser, der auch auf eine eigenständige Engine basierte oder gesetzt hat, der benutzt jetzt tatsächlich auch den Chromium als Unterbau. Und so wird das jetzt in Zukunft auch bei Microsoft aussehen, dass der Microsoft Edge-Browser weiterhin bestehen bleibt, aber er eben die Engine wechselt auf die Chromium bzw. die Blink-Engine. Und das ist natürlich schon ein bisschen was interessant, weil wir dann eben ein sehr großes Marktmonopol haben bei Chromium und der Blink-Engine, die fast schon so an die 90er erinnert, wo Microsoft mit seinem Internet Explorer sehr hoch im Kommen war und dann auch diesen großen Marktkuchen beherrscht hat und diese marktbeherrschende Stellung hatte, die eben dazu geführt hat, dass ja sehr, sehr viele Webseiten auf Microsofts Internet Explorer optimiert worden sind. Und das Gleiche wird man wahrscheinlich auch in Zukunft dann mit Chromium erleben oder dem Chrome-Browser erleben, dass sehr, sehr viele Webseiten daraufhin optimiert werden. Der eine oder andere wird das bei mobilen Webseiten schon gemerkt haben, dass die meistens eben nicht um Firefox so flutschig und gut laufen wie auf einem Chrome-Browser. Und das ist ein bisschen schade, muss man ganz ehrlich sagen. Nun ja, wie kann man diese marktbeherrschende Stellung durchbrechen? Ja, im Grunde genommen scheint es mir schon fast so, dass Opera hat es aufgegeben, Microsoft gibt es jetzt auf, Microsoft als einer der größten Software-Technologie-Firmen, immer noch, muss man so sagen, neidlos anerkennen, gibt jetzt auch die eigene Browserentwicklung auf und das
Was heißt das im Grunde genommen? Heißt das, sie werden Leute feuern, um Geld zu sparen? Oder heißt das, sie wollen die Leute, die sie vorher um Edge gekümmert haben, natürlich, die müssen wahrscheinlich noch ein bisschen Legacy-Support-Kram machen, die sollen jetzt an der Chromium-Basis weiter drum doktern und vielleicht auch so ein bisschen in Sachen, weil es ja eben Open Source ist, das ist das Tolle an der Chromium-Engine, an der Blink-Engine, an der Chromium selber, dass da jeder eben mitarbeiten kann. Oprah, Vivaldi und wie sie alle heißen, die auf der Chromium-Engine basieren, die leisten da sogar Support und teilweise wird da Code eingereicht. Selbst Mozilla, die ja eine eigene Web-Engine haben, sind dabei eben auch Support zu leisten beziehungsweise dort sogar Code einzuchecken in die Chromium-Engine, was ich eine sehr tolle und gelungene Geschichte finde. Also insgesamt kann man sagen, ja, es ist toll, dass es eine offene Version ist, aber Konkurrenz belebt ja auch so ein bisschen das Geschäft. Und wenn jetzt Firefox als einziger großer Konkurrent da übrig bleibt, na gut, ein bisschen was von Safari, aber Safari oder WebKit selber wird ja, ja gut, GTK WebKit gibt es noch, das ist glaube ich sogar auch noch upstream irgendwie. Das heißt, das wird auf der GNOME-Geschichte auch noch irgendwo eingesetzt von Midori, glaube ich, als Webbrowser und einigen anderen Browsern, ja, die das dann weiterhin einsetzen werden. Aber der Rest ist halt eben dann Qt Web Engine, beispielsweise, das wäre halt wieder Blink Engine, auf den ganzen Smartphones, gerüchteweise auch auf meinem Selfish S Smartphone beispielsweise, sollte in Zukunft eventuell dann eine Web Engine laufen, also Qt Web Engine drauf laufen, was dann wieder auf der Blink Engine basiert. Und so, ja, hat sich der Markt so ein bisschen gelichtet von den verschiedenen Webbrowser-Herstellern und alles verdichtet sich so ein bisschen auf die Chromium und auf die Blink-Engine. Und ja, mich würde mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte findet. Haltet ihr das für gefährlich? Könnte das so ein Problem werden wie in den 90ern mit dem Microsoft Internet Explorer, wo wir dann halt eben so eine marktbeherrschende Stellung von einem einzigen Browser-Hersteller, von einem einzigen Browser-Engine hatten, die halt eben dann zu Problemen geführt haben? Oder kann hier der offene Gedanke auch genügend Eigenständigkeit dieser einzelnen Browserhersteller und einzelnen Browser dann auch irgendwie bieten? Und ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Das würde mich mal sehr interessieren. Könnt ihr alles im Kommentarbereich hinterlassen. Ansonsten lasst ein Like da und das war's für diesen TechView-Vlog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.